Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Nexomon Extinction. Wäre ich der Macher des Spiels, also wir sind immer noch auf der Suche von der Diebin da, wäre ich der Macher des Spiels, würde ich natürlich hier jetzt Leute positionieren, die sagen, ja, sie ist in den Süden, sie ist in den Westen und bla bla bla. Und in Wirklichkeit ist sie da oben in die Höhle, wir laufen nach in der Höhle und irgendwie durch Zufall, durch das Radargerät, wie auch immer, finden wir dort oben direkt so ein Tyrant. Das wäre so irgendwie das, so würde ich es machen. Mal gucken, ob es so ist. Ich laufe jetzt einfach mal dorthin. Ich habe es wirklich nicht geguckt. Also wenn es jetzt so ist, dann wäre es gerade witzig. Ansonsten ist es egal. Dann laufe ich natürlich in den Westen, Süden und wir suchen die Tante jetzt einfach nur noch. So, ich bin nicht Macher des Spiels, merke ich gerade. Jo, alles klar. Hätte ja sein können, oder? Es wäre schon cool gewesen. Das muss man schon sagen. Würde ich jetzt fast so behaupten. So, kloppen wir hier wieder weg. Boah, ey, ich mache echt keinen Schaden. So langsam brauche ich mal ein neues Nexomon hier. Das nervt mich. Gut, klar, ist alles nicht effektiv, was wir da machen. Aber vielleicht haben die da echt was gepatcht. Das könnte sein. Wenn ich mich gerade recht erinnere, haben die sogar was mit diesem Effektivität und nicht effektiv. Ich glaube, da haben sie sogar was dran gemacht. Kann das sein? Ich bin mir unsicher gerade. Ja, ich kann es ja irgendwann nochmal nachlesen und nachliefern, was sie da geändert haben. Vielleicht mache ich das sogar gleich oder so und lese das mal nach. Was weiß ich. Vielleicht auch nicht. So, den Kampf da oben, der lächelt mich noch an. Warum auch immer, wenn ich nicht gegen die Palme laufe. Die Mimi. So. Oder den Mimi. Wie auch immer. Och komm, Mimi, was ist? Ich brauche nur ein bisschen Kohle. Da bin ich weg. Also hier Gold und ein bisschen XP und so. So, laufen wir weiter. Gut, also da habe ich Unrecht gehabt. Dann fragen mal die Bewohner dort mal oder laufen einfach in den Westen, Süden. Wie auch immer. Und dann gucken wir, dass wir da unsere Diebin da finden. So, ich laufe jetzt einfach mal weiter. Ich denke nicht, dass ich mit den Leuten reden muss. Und ich werde die schon irgendwie finden. So. Hast du was gesehen? Ein Dieb, nach Süden gelaufen, schon wieder. Ja, also hier, also Westen und dann Süden, das kann natürlich sein. Ah, und jetzt läuft sie vielleicht da unten in die Höhle und dort ist dann das, was ich gerade storytechnisch angekündigt habe. Das wäre natürlich auch cool. So, hier vielleicht in so ein Zelt rein, nee. Voller Schätze, bla, die Ruinen, voller böser Tyranten, wie auch immer, gehen wir mal dort rein. Ah ja. Dieser Ort riecht nach Tyrant. Ich sag's doch, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, wie geil, oder? Sicher, dass der Dieb hier ist. Sie wirkte nicht wie jemand, der sich einfach an einen gefährlichen Ort begibt. Wo war der Tyrant? Ich glaube hier und dann, also hier westlich, östlich und dann nach oben. Und dann hat sie aus Versehen, weil sie hier unseren Typen da entführt hat, aus Versehen so einen Tyrant beschworen oder gefunden, wie auch immer. Das wäre jetzt geil. Das wird dann auch storytechnisch wenigstens ein bisschen Sinn machen. Dass wir halt storytechnisch auch vorankommen und nicht nur Blödsinn machen. So, wo war der Tyrant? Ich glaube, hier oben war nichts. Oder ich glaube, weiter unten dann. Muss man runterjumpen oder sowas. War das so? Hier können wir wieder heilen. Ja, genau, hier war nichts. Außer natürlich viele Scherben. Das ist natürlich schon geil. Ah, ich muss wirklich mal da mit den Scherben da arbeiten. Also da musste ich, glaube ich, noch ein, zwei Sachen herstellen oder so. Da müssten wir jetzt wirklich genügend haben. Oh, cool. Immortis. Cooles Vieh. Füttern. Hier Superbeere, wie auch immer. Das ist die Supermumie oder was. Sehr geil. Selten. So, Nexotrappen. Ja, probieren wir mal so. Super. So, sollte klappen. Sehr schön. Ja, an alle, die das, an alle, denen das Projekt hier gefällt, kann ich auch nur empfehlen, auch mal in die andere Projekte reinzuschauen. Es sind teilweise auch ein paar Indie-Games dabei oder jetzt gerade Immortals, hat mich gerade daran erinnert, Immortals Phoenix Rising, auch ein richtig cooles Spiel oder auch aus meinen früheren Zeiten gewisse Let's Plays wie Oceanhorn oder The Witcher, schaut dort gerne mal rein. Es sind wirklich richtig ordentliche Spiele und Abenteuer dabei, wo man auch viel sammeln, looten, kämpfen und so weiter konnte. Das war schon auch witziger Kram. Ja.
Das nun mal so dazu. Oder schaut auch gerne mal bei Twitch vorbei. Dort streame ich auch in näherer Zukunft auch mal andere Games, mal so zwischendurch. Oder sowas wie Nexomon hier einfach ein bisschen farmen, leveln oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich dort auch, sage ich mal, ein bisschen offener werde, was ich dort so streame. Bis jetzt war das immer Dauntless oder Bless, dass ich dort halt auch eben mal anderer Kram zeige. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Vermutung richtig war. Das war jetzt hier jetzt irgendwas Story-Relevantes sehen oder ob das wirklich ein Hinweis war, so von wegen, ey, hier ist viel zu gefährlich, da ist die Diebe niemals hingelaufen. Dann laufen wir allerdings so ein bisschen, ja, dann weiß ich auch nicht gerade, was ich da so mache eigentlich. Eigentlich müsste schon längst wieder ein Hinweis gekommen sein, oder auch nicht, sehr schön. Was? Das kann ich nicht, wie ich bereits sagte. Aber du bist ein Supercomputer. Was soll das heißen, du kannst keine Bitcoins meinen? Alter, ist nicht wahr, oder? Ich dachte gerade, ich lese nicht richtig. Sehr geil. Dafür wurde ich nicht gemacht. Dann verkaufe ich halt einfach dein Tyrant-Radar. Gegen sie kämpfen könnte ich sowieso nicht. Ja, und jetzt erscheint wahrscheinlich so ein Teil. Oh, verdammt. Hey, gib zurück, was ich gestohlen habe. Komm und kämpf mit mir, Anfänger. Weltklasse, die Dialoge sind geil. Jo, Combo. Combo bleibt eine schwache Attacke, ne? Was hatte ich denn immer benutzt? Tackle, oder? Ne, auch nicht. Ist Tackle geil? Ich glaube nicht, ne? Ne, hier 70, was ist denn das für ein Schrott? Oder kann man da mehrfach treffen? 70, nö. Ist voll schrottig, oder? Tackle, was soll denn das? Ach so, du hast eine Chance um 30% den Angriff dann noch zu verringern. Wird das irgendwie angezeigt? Können wir mal so testen. Aber es ist Quatsch, ne? Ist viel zu schwach. Naja, mache ich jetzt mal. Das nervt mich ein bisschen. Ach so, ne doch, Moment mal. Es gab doch so eine Übersicht da immer. Ups, ne, das war ausruhen. Ne, der, also linke Stick reindrücken, genau. Gucken wir uns doch mal an. So kann ich das natürlich sehen, wie lang mein Angriff vielleicht gebufft wird, nicht gebufft wird. Dann könnten manche Sachen doch wieder ganz gut werden. Also gucken wir es uns mal an. Ja, oder auch nicht. So, der hat einen Angriff von 103. Tackeln wir ihn mal. Das muss ich dann mal mehr mit reinbeziehen. Dann auch gerade bei den Buffs und Debuffs, wie lange die dann wirken, könnte man dann eigentlich mal testen, ne? Ja gut, die hauen mich hier auseinander, wegen meinen doofen Tests hier. Jo, ist egal, wir ziehen es durch oder auch nicht. Komm, jetzt lass mich bitte leben. 90er Angriff. Ja, es funktioniert nicht, ich krieg da irgendwie nichts auf die Kette. So, Items nutzen. Jo, Ultratrank, was soll's. Hier, rein damit. Kurz ausruhen, dann wieder tackeln. Das hätte ich müssen viel früher mal in meine Überlegungen mit reinbeziehen. Aber jo, das kommt zu selten. Das ist das, was ich meine. Solche Sachen mit 10%iger Wahrscheinlichkeit das und dann ist das nicht immer so geil. Also wie jetzt hier in dem Fall. Mein Angriff ist die ganze Zeit so schwach und da habe ich das Ziel, die Chance halt, den Angriff des Ziels um 20% zu verringern. Weiß ich nicht, das haut mich irgendwie nicht so um. Ne? Ist jetzt nicht so Burner-mäßig. So, tschüss. Oh, und wenn wir jetzt in den Kampf verstrickt werden, so schwach, wäre natürlich ungeil. Nun gut, nimm deinen doofen Toaster. Er hat mir verraten, was ihr vorhabt. Damit will ich nichts zu tun haben. Ihr wollt euch mit Taranten verbinden, dass ich nicht lache. Seht ihr das Skelett hinter mir? Das ist Grunda. Er ist der Grund für das riesige Loch anstelle einer Stadt im Westen. Gebt auf, Freunde. Lasst Vados einfach seinen Job machen. Was denkst du passiert, wenn alle Taranten vernichtet werden? Vados wird die Taranten schlagen. Wie bei den Drachen ist das seine Hauptaufgabe. Eine gewalttätige, gedankenlose und seelenlose Maschine einem einzigen Zweck gewidmet. Wem interessiert's? Die Taranten werden verschwunden sein. Kein Krieg mehr. Die Taranten werden nicht verschwinden. Hä, wie das? Vados ist kein wahres Nexomon. Es ist eine menschliche Kreation und er wird niemals als der König der Monster angenommen. Deshalb wird Omnicroms Thron leer bleiben und neue Taranten werden Tag für Tag aufsteigen und versuchen, den Thron zu besteigen.
also Waste, Wast, was? Vardos wird diese Tyranten ebenso töten. Er ist super mächtig. Natürlich wird er sie vernichten. Und die danach ebenfalls. Tag für Tag. Vardos wird jeden einzelnen Tyranten in jeder Ecke dieses Planeten vernichten. Ein endloser Kreis der Zerstörung, der früher oder später jedes Leben auf dieser Welt auslöscht. Was? Verstehst du es jetzt? Mit Vardos absoluter Entschlossenheit und Kraft. Wie lange kann der Planet einer solchen Brutalität widerstehen? Und wie lange dauert es, bis Menschen darin verwickelt werden? Montix, das ist nicht der Ort, an dem ich dir das geben wollte, aber wir haben keine Zeit. Schließe deine Augen. Ich habe dir die Überreste meiner Kraft übertragen, Montix. Es ist das Element der Erde. Aha. Die Zeit ist gekommen, eine Armee gegen Vardos zu errichten. Element der Erde. Krass. Wenn diese Welt überleben soll, müssen sich die Tyranten zusammenschließen. Montix, geh mit Atlas zu den Dracheninseln und nutze das Radar, um die Tyranten vor Vardos zu finden. Aber selbst wenn wir sie finden, wie sollen wir sie überzeugen, sich uns anzuschließen? Du schaffst das, Montix. Das zeichnet den wahren König der Monster aus. Also doch kein Kampf hier. Dachte ich eigentlich. Schade. Wäre doch mal schön gewesen, oder? Aber irgendwas ist hier. Sind das die Großdrachen oder so, wo ich diese Tribut der Stärke und so weiter, wo ich dann brauche? Ist das dann hier an der Stelle? Irgendwas war damit. Da hatten wir doch, glaube ich, auch so ein Rätsel gelöst, wie auch immer. Keine Ahnung. Sie kennt einen guten Ort, wo wir den Radar verwenden können. Willst du diesen Ort verlassen oder hast du hier noch was zu tun? Nee, wir verlassen ihn. Tschüss. So, gehen wir direkt mit ihr mit, da muss ich da auch nichts suchen oder sowas. Endlich sind wir draußen, lass uns zu den Dracheninseln aufbrechen und das Radar benutzen. Erinnert ihr euch an mein Dorf? Dort müssen wir hin. Ja, da mach. Nee, was ist denn jetzt? Ich wollte abkürzen, das ist doch keine Abkürzung, ihr Leute. So, hier Steinschlag. Achso, jetzt sind wir angenockt ein bisschen, okay. Ja, interessant zu sehen, wer das trotzdem noch hier mit dieser Fähigkeit da, der hat jetzt einen 62er Angriff. Ja, und ist dann halt weggenockt. Super toll. Naja, egal. Ja, diese Buffs wären natürlich dann interessant. 94er Angriff. Ja, das macht das alles Bullshit. Das ist einfach nix. So. Ist da jetzt irgendwo. Und vor allem, wie selten das auslöst. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ja, und der haut mich hier zu Brei. Komm, jetzt mal einmal wenigstens. Nee, auch nicht. Ist egal jetzt. Wir gehen weiter. So, Azelkorn ist aufgestiegen. Feuerbrunst. Macht das Ziel 5 Runden lang anfälliger für Feuerangriffe. Erhöht den von allen Feuerfertigkeiten zugefügten Schaden um 20%. Ja, das ist doch schwach. Also ich finde solche Fähigkeiten super schwach. Du musst eine Runde investieren. Ich muss es ja wirken. Hab nur eine Genauigkeit von 85%. Das heißt, es funktioniert noch nicht mal jedes Mal. Verliere Ausdauer. Danach ist dann der Gegner 20% anfälliger für 5 Runden, was im Endeffekt 100% ergibt. Das heißt, ich hätte einfach eine Feuerattacke machen können. Das macht irgendwie so gar keinen Sinn, oder? Rechne ich da irgendwie falsch? Das müsste deutlich mehr sein, 30-40%. Da würde ich sagen, ja komm, da kann man es sich überlegen, um da irgendwelche krasse Attacken dann danach zu machen oder sowas. Ja, aber ansonsten ist es Blödsinn. So, ich will zur Dracheninsel. Lass mich mal bitte durch, danke. So, wie war denn der Weg? war das hier hoch? Weiß ich schon gerade gar nicht mehr. Kann sein, doch kann sein. Wo bin ich hier? Nee, war nicht hoch. Okay. Das war hier, dann nach rechts, so irgendwie, ne? Und dann zurück in die Stadt oder so. So irgendwie war das. Keine Ahnung. Ah ja, genau. Hier oben ist unser Drachentyp da. Sehr geil, aber jetzt wird es auf jeden Fall anziehen. Also jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Jetzt kommen die Tyranten. Jetzt kommen vielleicht die Großdrachen irgendwie so mit diesem Tribut da. Da wird noch irgendwas sein. Ich denke, jetzt wird es interessant, auch was die Nexomon dann angeht, dass wir ein bisschen austauschen, unser Team verändern. Jetzt wird das, glaube ich, richtig spaßig.
So, will ich mich noch eindecken mit irgendwas? Nee, wir wollen ja auf die Dracheninsel, dort kann ich mich dann auch noch heilen. Sage ich jetzt einfach mal so, auf zu den Dracheninseln. So, dann sind wir ja an dem Dorf, wo wir hin wollten direkt. Genau, da ist die Lydia, Hauptquest, super schön. Oh hey, Lydia wartet da drüben auf uns. Sie kann uns einen Ort zeigen, an dem wir den Tyranten-Radar nutzen können. Hier ist auch direkt eine Heilstation. Sehr schön. So, einmal heilen bitte. Jo, die brauchen Heilung. Wunderbar. Und sie sind alle wieder fit und freuen sich kaputt. Es ist ein Traum. Absolut geil. Ich muss wirklich sagen, es macht richtig Bock. Es ist einfach ein gutes Spiel. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ohne Witz, echt richtig cool. Bla, Nexotraps herstellen. Ach, das war das. Bei dem musste man die herstellen. Stimmt, das kostet dann immer so irgendwas da. Nee, das brauchen wir nicht. Gehen wir mal ganz kurz hier noch zum Händler. Da unten so vorbeigejumpt bin ich schon über diese Sprungsequenz da. Jo, Elixier können wir mal ein paar Stück mitnehmen. Da hat er hier noch ein bisschen Futter, all möglicher Kram. Haben wir alles eigentlich auch schon mehrfach. Werden wir auch so krass nicht mehr brauchen, wahrscheinlich. Vielleicht noch ein paar Mal nachkaufen, die Beeren da noch nachkaufen und dann war es das. Irgendwas habe ich hier noch gebraucht für so eine Quest, aber das sage ich auch schon tausendmal. Hat er noch was am Schluss da angeboten? Die Schlüssel-Key-Dinger da? Nee. Okay, da unten sind wir schon vorbeigejumpt. Machen wir mal weiter in der Quest. So, was ist dann, Lydia? Beeil dich, Montix. Ich kenne den perfekten Ort für Atlas. Er wird die Welt unter uns ohne Probleme nach Tyranten scannen können. Dann go, go. La, 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 la. So, dann mal nach. Und wo ist das? Hier oben. Ach, stimmt, da war auch so ein Platz. Ich erinnere mich. Genau. Dieser Ort ist am besten für dein Radar. Von hier können wir alle Tyranten finden, bevor Vatos sie aufspürt. Das ist also, was Dina von mir hatte. Okay, Zeit, die Welt zu scannen. Spannend. Wirklich spannend. Bin ich mal gespannt, was dann abgeht. Und, was siehst du, Atlas? Oh, das Radar funktioniert. Ich kann die Tyranten spüren. 1, 2, 3, 4... Ich kann 4 Tyranten da draußen spüren. Das ist perfekt. Wenn wir alle 4 rekrutieren können, haben wir vielleicht sogar eine Chance gegen Vados. Ausnahmsweise scheint das Glück mal auf unserer Seite zu sein. Der checkt das jetzt, oder was? Gibt es Neuigkeiten, Vados? Ja, ich habe einige Tyranten aufspüren können. Wie viele Tyranten hast du gefunden? 4 Tyranten, ja. 4 Tyranten, gut gemacht, Vados. Wenn du sie besiegen kannst, ist das ein großer Schritt für uns. Absolut, Amelie, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich kann sie auf dein Kommando hin vernichten. Dann besiege die Tyranten, Vados. Zeig mir, was du drauf hast. Zeig der Welt, dass du auf der Seite der Menschen bist. Ah, der vernichtet die jetzt einfach. Wir kommen gar nicht dorthin, oder was? Mach dir keine Gedanken, Mulkima. Sobald du dich erholt hast, werden wir Ignizia einnehmen. Sie werden schon sehen, wir werden unsere Rache bekommen. Und jetzt kriegt er auf die Mütze. Jo. Was ist das? Was ist los? Was ist das für eine Kraft? Jetzt kommt der Strahl wieder. Alter Schwede. Ach, was ist das? Mulkima! Jo. Okay. Das war's also mit unserem Glück. Ja, jetzt wird da einer nach dem anderen weggeballert. Krass. Krass, krass, krass. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Die Gilde hat bekannt gegeben, sie hätten ein Monster namens Vados. Ein Super-Nexomon nennen sie es. Aber es wird schon irgendwie... dieser alte Turm ist eine gute Unterkunft. Wir können uns hier eine Weile verstecken. Jo, alles klar. Nie im Leben. Nivalis! Was geschieht hier? Was geht hier vor sich?
immer dieser verrückte Professor. Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch nochmal an mehrere Sachen. Ja, bla bla, der hat auch irgendwas vor und jetzt gibt's da auch auf die Mütze. Ist schon eigentlich absolut sinnlos. So, was ist mit ihm hier? Das war das Erdfieder. Ah ne, das war... Oh, das war doch ihr Nexum. Ihr Nexumon, oder? Ihr Tyrant. Ist das nicht der... Hier dieser Emrys oder wie er hieß. War das nicht der Typ? Krass. Ja, das war unser Glück dann mal. Niedergang. Das kann nicht sein. Vivatos die Tyranten ausrottet. Das ist unmöglich. Atlas, die Tyranten. Ja, es stimmt. Die Tyranten sind weg, alle. Wir haben verloren, bevor wir überhaupt angefangen haben. Alles, was wir getan haben, war für nichts. Warum passiert das alles? Vielleicht ist er irgendwie mit dem Typ hier verbunden und deswegen konnte der das jetzt auch sehen. Und wir müssen uns auf unsere Natur besinnen und wir müssen die Tyranten einfach finden. Durch Zufall praktisch und eben nicht scannen. Das könnte es jetzt sein. Und dass durch diesen Tod der Tyranten jetzt die Tyranten auf die Welt, der Meister hier sagte ja, dass die Tyranten nie aussterben können. Sie werden also wieder erscheinen und wieder und wieder und wieder. Aber hier, der Vatos wird da immer alles wegballern, sofern er sie halt eben sieht. Ja. So könnte es jetzt storytechnisch weitergehen, so irgendwie. Montix, du kannst mich hören, Kind. Gib die Hoffnung nicht auf, Montix. Es gibt noch einen Tyranten, du kannst noch gewinnen. Pass auf, Montix, öffne die Augen. Open your eyes. Ja, und jetzt? Die Hauptstadt Parum. Geh zur Hauptstadt Parum. Warum ist da noch eine Kiste vorne dran? Ja, und dann? Dort gibt es einen verborgenen Weg zu Kahns Wäldern. Du musst unter allen Umständen dorthin gelangen. Was du siehst, ist ein sicherer Hafen, den nicht mal Vatos erreichen kann. Ein Zufluchtsort vor seiner Boshaftigkeit, ein wahres Paradies auf dem Schlachtfeld. Du musst herkommen, Montix, komm zu mir. Zum Stier. Die anderen Tyranten mögen besiegt sein, aber es gibt noch immer einen Weg, Vatos auszutricksen. Beeil dich, Montix. Ich bin dein Freund, ich warte auf dich. Was meinst du das ernst? Ein Tyrant hat gerade mit dir gesprochen und er will, dass du nach Parum kommst? Dir ist schon klar, dass das nach einer Falle klingt, oder? Hast du schon mal von einem Wald in der Mitte der Stadt gehört, Lydia? Scheinbar hat sie jeden Willen zu kämpfen verloren. Nun, wir haben keine andere Wahl. Lass uns zur Hauptstadt aufbrechen, du wurdest von Edward begnadigt, also sollte das kein Problem sein. Jo, krass. Oh, Montix, sorry, ich brauche etwas Zeit alleine. Du sagst, es gibt dort draußen noch einen Tyranten in Parum. Das halte ich für unmöglich. Wieso sollte Vatos ihn noch nicht gefunden haben? Denk doch darüber mal nach. Sehr cool. Also ich finde die Story gerade echt mega interessant. Sehr, sehr spannend. Ihr hattet recht. Ihr habt ja in die Kommentare geschrieben, das wird noch richtig spannend, wird noch richtig cool. Auch Tayana hat das gemeint und Shadow, Sascha hat das gemeint, dass es noch richtig cool und spannend wird. Und das finde ich jetzt echt cool gemacht. Er sagt ja, glaube ich, mein Sohn oder sowas. Also ist das meine Mutter, also Tyranten-Mutter, wie auch immer. Keine Ahnung, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also irgendeine Verbindung scheint da zu sein. Wir müssen eh noch nicht statt, ich muss in der Gilde dort, bei diesen Scherbentypen da vorbei noch ein bisschen was zusammenbauen eventuell. Ja, ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis dann, ciao.